Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge dieser Woche mit Sanara, meinem WoW-Let's Play auf der Kalimdor-Seite. Wir sind hier im Eschental und in der letzten Folge hat Sanara beängstigende Nachrichten erfahren, und zwar, dass die Horde, die Goblins der Horde, eine riesige Bombe produziert haben, erstellt haben, entwickelt haben, wie auch immer. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier weiterläuft. Tut euch selbst einen Gefallen. Also diese Nachtelfen haben einen verzweifelten Hilferuf an uns geschickt, der sich so anhörte. Gnombus verstellt seine Stimme, um wie eine Frau zu klingen. Bitte kommt und helft uns. Die große gemeine Horde hat Goblins. Oh, wir kommen mit Goblins nicht klar. Sie ziehen uns an den Hahn und bringen uns zum Weinen. Gut, also hier sind wir nun. Das Erste, was ich gemacht habe, war, ihre Luftverteidigung mit einigen meiner neuen Heckenschützengewehre auf Vordermann zu bringen. Das Problem ist, sie benutzen keine Schusswaffen. Tut euch selbst einen Gefallen und helft ihnen, okay? Ihr findet sie südlich von hier. Alles Klärchen. Südlich von hier ist aber... warte mal... Nein, das werde ich jetzt nicht tun. Ausblenden, denn das ist das Steinkrallengebirge und da will ich jetzt nicht hin. Genau das meinte ich in der letzten Folge. Gut, dann werde ich mich jetzt hier nach vorne bewegen. Genau. Ich werde mich jetzt hier entlang bewegen und mich nochmal als Fuhrbolg verkleiden. Um das Ganze hier ein bisschen vorwärts zu bringen. Silberschwingen im Eschental. Ja, ich bin gespannt, ob ich das jetzt eigentlich noch schaffe, das, was ich vorhatte. Dass ich hier Sanara in diesen zwei Folgen vielleicht auf Level 30 bringe, wobei Level 30 schon ziemlich knapp wird eigentlich. Ich kann hier auf dem Wasser laufen, mich depp. Weil ihr Erholungsbalken so ziemlich dem Ende geneigt ist und das ist gerade ein bisschen blöd. Ein bisschen sehr blöd, muss ich sagen. Finde ich nicht okay. Absolut nicht. Ich muss da hoch. Nein! Echt jetzt? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wenn man Level 30... Das wäre so cool, weil dann könnte ich mich absolut ab und zu ein bisschen schneller bewegen, ne? Das wäre so cool. Das hat zwar Lucretia auch nicht, das schneller bewegen. Aber das ist ja mir persönlich eigentlich egal, gell? Krolks Hütte. Okay. Oh, Wache von... Oh, warte mal. Ich glaube, ich sollte mich hier schon verkleiden. Blup. Hallo? Habe ich irgendwas verpasst? Ich bin hier falsch. Krolks Hütte. Okay. Ja, das schaut schon besser aus. Das schaut schon viel besser aus. So, Krolk. Hier. Schau, du bist mir eh gleichgesinnt. Guck mal, sehe ich gleich aus wie du, nur in braun. Dartholz Rute. Ja, ja. Du erscheinst als einer meiner Art, aber mich kümmert nicht, was du in Wirklichkeit bist, solange du den Fuhrbolgs helfen kannst. Die Nachtelfen und jetzt auch die Orks haben meinem Volk viel Gräuel angetan. Verderbnis fließt durch unsere Adern. Verderbnis, die von den...
die von den überheblichen Nachtelfen und den kriegerischen Orks über uns gebracht wurde. Sie sind diejenigen, die das unserem Volk angetan haben. Sie sind diejenigen, die sich in denen ich die Schuld dafür gebe, dass mein Stamm mich verstoßen hat. Bei Nacht kann ich noch immer die Lagerfeuer in der Dunkelheit brennen sehen. Aha, okay. König der Fäulnisklauen. Es interessiert mich herzlich wenig, wer ihr seid, Lernelfe. Worauf es mir ankommt, ist die Rettung der Furbolgs. Bringt dieses Blutreißer-Banner das kurze Stück in Richtung Nordosten zur Laubtatzenlichtung und platziert es auf ihrem Totemhügel. Sie werden es als einen Angriff... Hey! Blöder Hordler! Na toll. Ah, woher kommt der schon zurück? So. Sie werden es als einen Angriff ansehen und versuchen, das Banner zu zerstören. Haltet die Stellung. Häuptling Murgut wird auftauchen, um das Gesicht des Stammes zu wahren. Wartet auf ihn und dann tötet den Verräter. Teilt eure Kräfte gut ein. Euch steht ein langer Kampf bevor. Okay, das werden wir natürlich schnellstmöglich machen. Genau, jetzt muss ich nämlich da drüben hin. Häuptling Murgut getötet. Ja. Lager der Blutreißer. Ja, wie gesagt, also ich glaube, mein Vorhaben wird mir leider nicht gelingen, dass Sanara hier jetzt in dieser Folge noch Level 30 erreicht, weil halt eben der Erholungsbalken nicht ganz so weitreichend ist, wie erhofft. Ja, du beißt mich hoffentlich nur ein paar Mal und dann lässt du mich bitte, bitte, bitte in Ruhe und weiter auf meinem Pferd drauf. Du genauso, bitte, 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 bitte. So, warte mal, und hier muss es jetzt irgendwo zu machen sein, gell? Hier wahrscheinlich. Nein? Okay, warte mal. Ich bin eigentlich schon zu weit, oder wie sehe ich das? Totemhügel, ich bin doch hier. Ich muss näher heran. Stärke um 10 verringert. Das ist mir eigentlich egal, weil ich nicht von Stärke abhängig bin eigentlich. Ich glaube, mein Headset ist ein bisschen... hat einen kleinen Wackelkontakt. Na gut, wundert mich auch nicht. Ich bin letztens drüber gefahren mit meinem Sessel. Das Kabel, weil das leider am Boden lag. Ich benötige ein Ziel. Jetzt ist es natürlich ein bisschen kaputt gegangen. Was soll ich da machen? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich benötige ein Ziel. Teilt eure Kräfte ein. Naja, da ich gefühlt keinen Mana verliere, ist es eigentlich wurscht hier, gell? Ich muss zuerst etwas anvisieren.
Alter, wann kommt denn der Häuptling? Das gibt's ja nicht. Dauert das extra lang, weil ich hier ein Priester bin oder was? Oder? Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ah, okay, wütende Freunde ist klar. Aber zuerst kamen sie alle aus der Seite, jetzt auch von der Seite. Ich habe kein Ziel. Wo kommt denn der nächste her? Ah, der kommt wieder von da. Das ist ja interessant. Aha. Einmal hier, einmal da, einmal dort. Aha, warte mal, wir haben hier und da den Häuptling. Wunderbar. Vielleicht zwei auf einmal. Weißt du, der eine ist wenigstens noch verschwunden. Aha, die kommen trotzdem noch, oder wie? Was ist das denn für eine Verarsche? Schau dir das an. Die kommen trotzdem noch. So, Häuptling getötet. Nein, ihr könnt doch nicht stärker sein als die Fäulnisklauen. Nein. Okay. Doch, ich bin aber stärker. Es gibt keine Beute. So, wir haben das erledigt. Au. Au, 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 au. Lasst mich alle in Ruhe. Ich weiß, ich habe euch jetzt gerade wütend gemacht und so, aber... Das wurde mir aufgetragen. Lasst mich doch einfach alle in Frieden. War, das sind... Laura, ja, ja, Laura. Ihr dummen Viecher. So, warte mal, wir müssen hier lang. Geisterpfoten Alpha. Kreuzhütte. Ja, das... Wie gesagt, ich bin froh, wenn ich in dieser Folge hier noch Level 30 erreichen kann. Ich bezweifle es allerdings. So, gut. Murgut hat seinen Stamm an die Horde verkauft und sich mit ihr verbündet, als sie eure kostbare Silberwind-Zuflucht eingenommen hat, um sein Volk zu retten. Es hat sie in die Sklaverei verkauft. Oder Schlimmeres. Und jetzt hat er bekommen, was er verdient. Lasst uns nun über einen anderen Verräter sprechen. Ich glaube, er besitzt etwas, das eure Route mehr Durchschlagkraft verleihen wird. Aha, eine neue Verzierung. Hallo Ludwig. Ich bin mir sicher, dass der seit langem tote Zauberer Dartol diese Route dazu benutzen wollte, uns zu unterwerfen. Warte mal. GZ, mal gratulieren. Ausgezeichnet. So. Diese Route dazu benutzen wollte, uns zu unterwerfen und zu zerstören, genauso wie es die Nachtelfen und Orks versucht haben. Jetzt aber werden wir dieses Ding einem unvorhergesehenen Zweck zuführen. Ran Blutreißer ist König über alle Furbolgs im Eschental. Sein Stamm, die Blutreißer, sind am mächtigsten und grenzen sich in einem Lager im Osten ab. Tötet sie alle und bringt mir seine Schädel. Wollen wir doch einmal sehen, ob wir nicht einen guten Verwendungszweck dafür finden können. Okay, warte mal. Da müssen wir jetzt lang. Der hat das gar nicht mitbekommen. Okay, ich muss eh da hoch. Ausgezeichnet. Vom Server Alexstrasza. Strasza. Ach, keine Ahnung. Wache der Blutreißer ran. Oh, okay, da hätten wir den schon. Jetzt bin ich aber schnell dahin gekommen. So.
Schaden über Schaden. Es soll Schaden fließen. Schaden. Ich habe kein Ziel. Schaden, 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 Schaden. Ah! So eine Kacke. Du hast unseren König getötet. Ja, wurde mir aufgetragen. So. Dann bin ich nichts wie zurück. Nichts wie zurück. Mhm. Bei der Wache komme ich vorbei, okay. Nicht schlecht. So, du kennst dich nicht aus, oder was, Ludwig? Aha, der ist schon 37, auch nicht schlecht. So. Lieber Freund, habt ihr Ran schon erschlagen, Freund? Wir müssen seinen Schädel haben, wenn mein Volk frei sein soll. Hier hast du einen Schädel. Das habt ihr gut gemacht, mein Freund. Schnell jetzt, gebt mir Rans Schädel, solange noch seine Essenz ihn besudelt. Können wir ihn an Dartols Route befestigen und euch die Macht verleihen, meine Brüder zu beeinflussen und sie vom Bösen zu befreien. Okay. Dann wollen wir das mal machen, oder? Die wahre Macht der Route. Nehmt jetzt die Route und sprecht, während ihr unter ihrem Effekt steht, mit meinem Bruder Ota Wen. Ota ist bei den anderen Furbolgs, die von den Orks gefangen genommen und in den riesigen Käfigen nördlich des Silberwind-Zufluchts gesperrt worden sind. Die Route wird es euch erlauben, Ota und die anderen Furbolgs dazu zu bringen, sich gegen die Horde aufzudehnen. Danach dürft ihr eures Weges ziehen. Wisst nur, dass ihr mit euren Taten einen neuen Freund gefunden habt. Okay. Hä? Also die Silberwind-Zuflucht, gell? Und die ist da unten. Hm. Okay, warte mal. Tschüss. Besudelte Elementar. Ich meine, immerhin haben wir hier 50% geschafft. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Silberwind-Zuflucht. Ah, lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Oh, scheiße. Oh Gott, da bin ich dann Horden, also PvP markiert auch noch, oder was? Mm. Nein, lass mich. Ich will nicht PvP markiert sein. Jetzt wäre es ja irgendwie cool, warte mal. Na, das bringt nämlich auch nichts, gell? Au. Ah! Was sind hier da? Warte mal, da ist ein toter Furbolg. Pfadfinder der Fäulnisklauen. Ja, gefangener Furbolg, da müssen wir hin. Glaube ich jetzt halt zumindest. So. Ja, genau. Ah, okay, der ist hier offen. Ihr seid ja vielleicht blöd. So. Ihr nennt euch Sonara? Das ist ein seltsamer Name für ein Furbolg. Tja, ihr seid nicht aus dem Eschental. Das ist jetzt nicht wichtig, Ota Wen. Hört mir zu. Ihr müsst euch gegen die Orks auflehnen.
Otavins Augen, die durch seine Versklavung bereits ausdruckslos geworden sind, werden noch glasiger bei eurem Vorschlag. Ihr fühlt, wie die Macht von Dartels Rute anfängt, durch euch hindurchzufahren und nach dem Vorbeug zu greifen. Auflehnen? Ja, auflehnen. Sagt den anderen Vorbeugs, sie sollen aus diesem Käfig ausbrechen und die Horde töten. Die Macht der Rute zwingt euch dazu. Uiuiuiui, okay. Nicht schlecht. Ein seltsames Licht leuchtet in Otavens Augen auf, als er sich aufrichtet und den Himmel brüllt. Ja, wir werden aufbegehren. Aufbegehren und unsere Kerkermeister vernichten. Ja, wunderbar, wunderbar. Nicht schlecht. So, und wo müsst ihr es jetzt abgeben? In Astrana. Wunderbar. Das ist auch nochmal wunderbar. Ausgezeichnet. Ich werde jetzt einfach hier den Ruhestein verwenden. Puh. Genau. Dann werde ich mich hierhin begeben. Oh, reine Wolfsläufer. Die wahre Macht der Route führt mich hierher. Ihr seid zurück, Sanara. Was ist das dort an der Spitze der Route? Ein Schädel? Ja. Ihr habt also den Schädel des Vorbeugkönigs benutzt, um die Macht der Route zu verändern. Ihr habt dann diese Macht benutzt, um die gefangenen Vorbeugs zur Revolte zu bewegen und die Horde in der Silberwindzuflucht anzugreifen. Ja, genau das alles habe ich gemacht. Silberwindzuflucht heißt's. Ich bin mit euren Fähigkeiten mehr als zufrieden und beeindruckt, Sanara. Die Schildwachen können euch nicht genug danken. Es sollte nun einfach sein, die Orks hinwegzufegen und Zuflucht zurückzuerobern. Theronis wäre stolz. Ihr habt meinen größten Respekt. Ihr, danke, danke. Danke, danke. Oh, wir sollten hier mal ein bisschen aufräumen. Was haben wir denn hier? Einen Finger, der uns... Ups, hoppala. Ich habe ja sowieso... Ach du Scheiße. Genau, ich habe ja sowieso ein... Einen... Warte mal, Disziplin aller Klassen. Wo ist der eine Ring? Wo ist der eine Ring? Wo ist der eine Ring? Ausdauer-Crit. Hä? Ach ja, genau, den Ring, den wollte ich ja eigentlich auch mal hier. Warte mal, was haben wir da? Ausdauer-Crit. So, hier haben wir jetzt wenigstens einen Ring noch drin, der uns noch mal ein bisschen mehr Erfahrung gibt. Deswegen ist ja Dingens auch immer so weit vorne. Das ist ja der nächste Schmuh. So, was haben wir denn hier? Leder. Besser sind die eh nicht, passt. Was haben wir hier noch? Stoff. Wir haben das nicht in unserer Ding. Okay, und die haben wir Kette. So, dann haben wir hier noch schnell hier verkaufen. Ich brauche mich eigentlich nicht umsehen. Ich möchte eigentlich nur hier die Sachen verkaufen. Damit ich wieder ein bisschen mehr Platz habe in meinen Taschen. So. Okay. Jo. Dann werde ich jetzt hier aber einen Cut machen und gleich hier warten. Ich weiß, dass die Folge jetzt ein bisschen kürzer geworden ist. Okay, nicht viel. Gut, die andere war zwar ein bisschen länger, aber das macht nichts. Ich bin leider immer noch 4 Level hinter Dingens, aber vielleicht werde ich auch mit ihr hier einen Abstecher machen. Nach... Wohin? Lochmodern? Vielleicht, mal gucken. Wäre vielleicht nicht schlecht. Und um diese Quests da einzusammeln und einfach mal abzugeben. Und ja, mal gucken, was ich die Woche noch mache. Gut, dann werde ich jetzt hier einen Cut machen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und ja, hoffe, dass ihr in der nächsten Woche auch wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche und vor allem ein schönes Wochenende und sage bis dahin, ciao, ciao!